Aerotrunken. Ja, den müssen wir nicht fürchten, weil wir haben keine Buffs. Holy shit! Ich nehme alles zurück. God damn! Junge, bleib mal auf dem Teppich. Teppich. Doppel B. Nee, Mann. Oh, das ist ja nicht. B. An sich würde ich ihm jetzt halt gerne noch zwei Eis rausdrücken. Das Problem ist, dann kann ich natürlich noch einen. Das reicht. Na komm. Wir gehen jetzt voll auf den Weg. Er muss doch langsam mal tot sein. Shit. Okay, nächste Bestie. Ich glaube nicht, dass sie das überlebt. Nicht bei 2000 Schaden vom Aerofunk. Der Angriffswert ist viel zu hoch. Naja, passiert. Kein Problem. Gibt's Schlimmeres? Au. Das ist halt das Schöne, dass wir mehrere Bestia wählen, nehmen dürfen, wenn ich mich nicht irre. Hauptsache, sie erwischt uns nicht so mit einem Aero-Punkt. Aber das eigentlich auch nicht passieren kann, das heißt, man verteidigt absichtlich mit ihr oder dergleichen. Was halt absolut unsinnig wäre. Also, theoretisch könnte man natürlich, nehmen wir an, ist jetzt ein bisschen später hier, und hat mit Yuna schon Sanctus. Dann könnte man natürlich sagen, ich habe die Bestie besiegt, die andere Bestie sehe ich aber an der Haltung, ist schon fast tot. Ernsthaft? Ernsthaft? Scheiße. Ich sehe schon, die Bestie ist fast tot, also hau ich einfach mit Yuna direkt noch einen Sanctus rein. Könnte man machen. Das lohnt sich dahingestellt. You have made some progress. Take. Schokobo-Feder. Warte mal für Auto. War das für Auto oder Nothast oder so? Rüstung, Rüstung, Rüstung. Irgendwas mit Hast war das, wofür wir die gut für waren. Nothast, na, schade. Oh, ich sehe gerade, hier kann man auch HP-Expander mit den Gigantenflügeln bauen. Das ist halt für die HP. Das Problem ist, dafür brauchen wir alle. Für den Hit-Expander war das, glaube ich, nur ein paar davon. Oder? Oh, oh, oh. Gar, ne, vergesst, was ich gerade gesagt habe. War hier nicht gerade noch eine Ability, die neu war? Ne. Genau. Ach nee, für Triple-AP brauchten wir mehr. Genau. Allerdings ist Hit-Expander, HP-Expander für uns noch so weit weg, dass ich glaube... Das muss ich mir jetzt im Moment nicht geben. So. Gegen Shiva machen wir im Prinzip das gleiche wie eben gegen Ifrit, nur umgedreht. Das heißt, wir beschwören jetzt Ifrit und arbeiten mit X-Eyes. In der Hoffnung, dass sie nicht zu schnell oder zu stark ist. Weil Ifrit halt frühe Bestia tendenziell etwas niedrigere Werte. Aber wenn ich das mal mit Yunas Geschwindigkeit vergleiche, sieht die nicht so schrecklich aus. Also traue ich mich das mal. Außerdem selbst heilende Bestia und so, ne? Heiß Magie, Ex-Eis. Schauen wir doch mal, was da so kommt. Wir wissen ja, dass Shiva dazu neigt, hohe Angriffswerte zu haben, hohe Magiewerte zu haben. Und zumindest die können wir damit... Ernsthaft? Okay, sie macht nicht wirklich Schaden. Das Problem ist, wir kommen nicht... Alter. Ich glaube, ich muss gleich auf den Meteoriten zurückgreifen. Den kann man nämlich, glaube ich, nicht ausweichen. Macht uns halt langsamer. Jawohl. Wenigstens frisst sie jetzt Schaden. Davor schützen wir uns, ganz genau.
Und das halten wir auch aufrecht, weil ich glaube nicht, dass ich den richtig fressen will. Also ich lasse diesen Kampf echt ganz ruhig angehen. Mit Heilen und wirklich ganz entspannt. Denn hier was zu überstürzen, bringt glaube ich nichts. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht viele HP hat, wenn sie mit... Holla die Waldfee. Wenn sie mit so lächerlich hohen Ausweichwerten daherkommt. Jetzt hat sie volle... Habe ich noch Ex-Eis? Ja, da ist es. Dann kann ich angreifen. Okay, das war wohl eben wirklich ein kritischer Treffer. Jetzt hat sie 10.000 Sitzen. Lust auf ein Eis? Ich hab Lust auf ein Eis. Ex-Eis. Ex-Eis wieder auffüllen. Ich will das Eisrohr nicht ungeschützt fressen. Das hat nämlich so richtig weh. Während das da mehr so meh ist. Ich habe keine Ahnung, wie viele HP sie hat. 12.500. Ich weiß es, ich mach mit 4 Meteoriten 10.000 Schaden. Und ja. Das mache ich so lange, bis ich 15.000. Oh mein Gott. Oh nee. Naja, solange das Eis gar nicht auf mich wirft, sollte es mir recht sein. Eigentlich kann sie es ruhig. So. Jetzt waren Rechner durcheinander. Sagen wir mal, das Eis da hebt ein komplettes Meteoriten von mir auf. Oh oh, das wird jetzt eng. Also hat sie jetzt 15.000 immer noch sitzen. Oder? Ich gehe mal von 15.000. Wieder Himmelszahn. Nervensäge ist die Lady. Perfekt. Jetzt dürfen wir sogar mal zweimal. Perfekt, damit sind wir wieder oben auf. Nämlich so. So, und jetzt kann der Kampf weitergehen wie gehabt. Wir sind wieder voll und wir haben Ex-Eis. Und sie hat gleich die zweite Extra. Hallo, was soll's? Oh, sie ist nach der Ekstase nochmal dran. Da könnte ich einen Eiszauber bekommen. 17.500. Hoffe ich einfach auf das Beste. Aber wir warten mal. Wenn sie jetzt die Ekstase macht, müsste ihr zweiter Zug verfallen. Das ist für die Frauenliebhaber und Haberinnen und Zeug, wenn ihr mir jetzt mehr zum Angucken genießt. Was dann? Dann. So. Ups, ja, da kommt das Eis lang. Geht sogar noch. Ich will mich erst heilen. Das Heilen macht das... Heilen negiert von der Menge her ungefähr ein Eizra, aber schützt mich auch vor allen anderen Angriffen, mit denen sie jetzt ankommen könnte. Und ist deswegen die sichere... Oh nein. Die sicherere Methode. So. Ja, kann ich angreifen. Bin ja jetzt sicher. 20.000. Und da fällt sie. 20.000? Xion hat dann mehr, oder? Hm, egal. Als nächstes kommt dann ihr Bahamut. Und ich darf meinen Bahamut nicht verwenden. Oh, fucking. Ich dürfte dann ein Fall für Shiva werden. Sie kann sich am stärksten selbst heilen und... Was kriegen wir überhaupt? Mega-Potions. Ach ja, genau. Holy shit. 60 Mega-Potions. Können wir mit Mega-Potions irgendwas bauen?
Von den Zuständen bestimmt nicht. Phönix. Nee, das ist nicht, was ich wollte. Nö, können wir nicht. Wow. Wir müssen ja irgendwas lernen. Das kann ja sein. Mit Mega Potions. Das ist sogar eine Überlegung wert. Nee, hebe ich mir auf. Hebe ich mir auf. Wir machen einfach weiter. Jetzt geht's zur Sache. Jetzt geht's richtig zur Sache. Vor allem für das Dach vom Tempel. Da muss Bahamut nämlich jetzt durch. Aus. Ich mag den Bahamut hier echt gern. Optisch so. Goodie. Choose your Aeon. Irgendwo dahinter dem Flügel steht sie noch. Dann sieht sie. Oh, Shivas Ekstase ist weg. Wieso ist Shivas Ekstase weg? Egal. Whatever. Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt ein Bahamut ist, der diesen komischen Cooldown macht, aber das war ja der Bahamut von... Na, von Issa. Da kriege ich keine Ekstase vom angegriffen werden. Oh, das ist verdächtig. Oh, ist das einer, der zuhaut und Countdown macht? Aua. Er Countdown und kommt. Das ist nicht angenehm. Das macht keinen Spaß. Kontert er auch Zauber? Du wirst jedenfalls gut Schaden. Oh ja, er kontert alles. Oh nee. Countdown 4. Wenn ich jetzt eine Ekstase mache. 3, 2, 1. Kriege ich noch eine Leiste voll. Gut, alles klar. Ich schaffe 2 Ekstasen. Dann machen wir das. Eine? Oh! Oh! Das ist zügig. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Angreifen, kontern, heilen, angreifen. Oh shit. Oh shit, das ist... Macht das nicht zu viel Schaden? Meine Nerven. Konnte der jetzt echt jedes mit einem Impuls? Das fände ich nicht toll. Okay, wir haben gleich zwei Eisras und dann ist er tot. Dann ist entweder er oder wir tot. Nein, viel besser. Oh mein Gott. Ich sehe gerade was. Wir geben ihm einen Eisra. Kriegen den Konter und können ihm noch eine Ekstase drücken. Oder wir kriegen den Konter nicht und können ihn trotzdem erzeugen. Wenn er jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Jupp, der ist tot. So wie der schwankt. Bei Bahamut sieht man das total gut. Bei Ixion und Ifrit ist es sehr leicht zu übersehen. Wann die im geringen. Wann die nur noch wenig haben. Stop. Ja, das lief ziemlich gut. Das lief ziemlich gut, ernsthaft. Bis auf den einen unerwarteten Impulskonter, der uns echt. Mit ein bisschen Pech hätte töten können. So, Blumenkrone. Das ist eines der beiden Items, die man braucht, um hier reinzukommen. Und das war auch alles. Geheime Bestia können wir erst bekämpfen, wenn wir... Oh, Mädel, ernsthaft? Geheime Bestia können wir erst bekämpfen bei ihr, wenn wir sie selbst hatten, haben. Und hier... Ja. Keine großen Hinweise. Aber ich kann euch sagen, die... Okay, um den kümmern wir uns jetzt. Wo ist die Blumenkrone? Da. Da steht sogar was mit Bestia. Davon gibt es noch eine zweite. Also, sowas ähnliches. Die kriegen wir später erst. Über die Monsterfarm übrigens. Nur mal so als
Trivia. Und dann haben wir, dann können wir uns dort diese Bestie holen, können die quasi im Vorraum gleich auch nochmal bekämpfen. Von ihr die Version. Eine Bestie, die ich übrigens nicht sehr oft nutzen werde. So. Nächstes Secret. Wir sind immer noch nicht fertig. Nein, sind wir nicht. Dachtet ihr's? He, he, he. Was hatten wir eigentlich für eine... Ach ja. Und zwar haben wir jetzt den Nebelspiegel. Mit dem können wir schon was anstellen. Dann holen wir uns noch was. Ich wusste ehrlich so, ich habe das noch nie so genau nachverfolgt, dass ich mich erinnere. Ich wusste nicht, dass wir jetzt schon so weit kommen können, aber... Well, meine Notizen haben mich eines Besseren... Und das Spiel, Spielverlauf selbst haben mich eines Besseren belehrt. Und gerade fällt mir auch ein, es ist eigentlich sogar wichtig, dass der Chocobo immer da stehen bleibt, wo du ihn zurücklässt, weil sonst würde man, wenn man von hier kommt, nicht wieder wegkommen. Hier ist übrigens hier wieder eine Feder. Habe ich mir die Truhen da unten eigentlich schon besorgt? Ich schau gleich mal nach. Sind immerhin 15.000 Gil, die da liegen. Ja, hab ich. Gut. Also. Nebelspiegel. Dieser Spiegel hat sein Licht verloren. Da. Und deswegen kann er seine eigentliche Aufgabe nicht erfüllen. Wir müssen ihm sein Licht also zurückgeben. Und das tun wir an einem ziemlich groß glitzernden und schimmernden Ort. Nämlich an der Baumkrone, die wir vorhin erst im Makalania-Wald freigespielt haben. Genau dafür war die gut. Dann können wir mehr Sachen machen, sag ich einfach mal. Schon 3 Stunden hier. Wir haben jetzt quasi 3 Stunden, inklusive eines Vibes und eines technischen Aussetzers, durch diese Ebene getobt und Secrets gejagt. Oder uns vergasen lassen, je nachdem. Ich sag ja, in dieser Ebene liegt einiges. Ist aber nicht so, dass es jetzt in jedem nächsten Gebiet so wäre. Wait a minute, was? Okay. Egal. So. Lichtpfad hier. Ist so seltsam, dass man den auf der normalen Karte nicht sieht, sondern erst, wenn man drauf geht. Auf den Pfad, nicht sterben, mäßig. So, gut. Also. Hier stand ja, wie gesagt, sonst diese Frau im Weg. Die haben wir weggequestet und deswegen können wir hier jetzt hin. Nebelspiegel. Verwenden. Solares Spiegel. Oh Gott, Pink. Wir haben den Solares Spiegel erhalten. Der hat als Beschreibung... Dieser Spiegel leuchtet... Okay, der Solares Spiegel... Es hieß ja, als wir den Nebelspiegel erhalten haben, hieß es schon, der kann... bestimmte Siegel brechen. Das konnte er nicht, als er ein Nebelspiegel war, weil er vernebelt war. Jetzt ist er ein solares Spiegel, jetzt leuchtet er wieder, jetzt kann der diese Siegel wirklich brechen. Das heißt, bestimmte Truhen oder Ecken oder halt irgendwelche versiegelten Orte, nicht die Bestia, nicht die Astra eben, das ist was anderes. Aber bestimmte Siegel können wir jetzt mit diesem solares Spiegel öffnen. Und das werde ich auch gleich mal vormachen, denn eines dieser Siegel befindet sich in der stillen Ebene. Und dann sind wir, glaube ich, auch secretmäßig im Großen und Ganzen durch. Mit der Ebene. Dann müssen wir noch die Monster fangen. Oh nein, mein Chocobo ist weg. Gut, dann machen wir das mit dem Monster und fangen wir jetzt schon mal an. Monster fangen. Ja, Schreckliste, ha? Stift? Stift? Hallo? Ach, einfach den hier. Wo hatte ich das? Rübe. Such. Sorry, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Hm.
So, was haben wir denn da? Also. Warum sind die Stifte falsch bekappt? Holy shit, war ich betrunken? So viel hatte ich nicht getrunken. Vor allem habe ich gestern nichts geschrieben. Was zu mir? Okay, egal. Oh, schon wieder ein Pudding. Gut. Wir haben die Möglichkeit, vielleicht ein Pudding zu fangen. Zu fangen, nicht zu klauen. Wir haben einen Präventivschlag. Das ist noch viel besser eigentlich. Walker holt sich die Biene. Plop. Und jetzt müssen wir irgendwie den Pudding klein kriegen. Das heißt, wir hauen jetzt quasi mit ein paar Charakteren so lange auf dem Pudding rum, bis er tot ist. Das klingt dumm, ist es genau genommen auch, aber es ist das, was wir tun werden. Weißmagie, Exfoil und ab dafür! Wie viel Schaden nimmt er? Kritische Treffer helfen natürlich. Oh Gott, das geht ja noch. Aber Tidus reinwechsel. Buja. Jawohl, da liegt er schon. Ah, wieder kritisch, mein Gott. So, Flammenpudding gefangen. Gut, also wir haben... Was ist mein Stift denn? Das ist ein Pinsel, das ist kein Stift. So, wir haben... Nebelross. Bin ich blind? Panzer und Pudding. So, weiter geht's. Ich hab jetzt so, ich mach das dann immer so kleine Strichchen. Wie gesagt, einen Großteil davon werdet ihr nicht miterleben, aber es ist schön, dass ihr... Ich find's einfach gut. Ich will ja eigentlich nur Sachen offscreen zeigen, die ihr schon kennt eigentlich. Und... Let's get 'em, guys! Naja, das Fangen müsst ihr halt mal sehen, damit ihr es... Ups, was mach ich denn da jetzt? Jetzt hau ich jeden ein bisschen, das ist schon irgendwie dumm. Schweigen! Oh, davor muss ich mich jetzt nicht fürchten. So, einen gefangen. Die Zeiten können wir dann ganz schön explodieren lassen. Wobei... Ich brauche eh irgendwann welche und gleich jetzt machen. Und ein Todesbringer. Also schätze ich mal Totschlag für Tidus. Ich schätze mal nicht, dass die hier tote Attacke droppen werden. Boah. Zwei Slots drin. Könnte ich zum Beispiel blind, Quatsch, Stein und noch irgendwas noch reinpacken. Wenn ich die Perseus-Dinger klaue oder mache, sammle, wie auch immer. Da auch schon wieder euch. Was ist mit der los? Waren die One-Hit? Ich glaube nicht, ne? Ups, der ist jetzt jedenfalls tot. Eigentlich wollte ich hier jedem einen geben, aber. Oh, was passiert jetzt? Ach, da wird der zweite gar nicht ausgeführt. Okay, das ist gut zu wissen. Todabwehr, das ist natürlich eine schöne Sache. Auch wenn man wirklich deutlich häufiger auf Stein trifft als auch auf direkten Tod. Ist es trotzdem gut zu haben. Weil diese zustandsspezifischen Sachen zu basteln, ist am Anfang und Mitte, ist eine ziemlich nervige Angelegenheit, bis man die Monsterfarm sehr weit gemacht hat. Über die Monsterfarm kriegt man ganz viele verschiedene Zustandssachen, wie sowas wie Giftkreis, silberne Sandburen, das ist nicht noch alles.
Sowas kriegt man alles da in relativ großen Mengen, also 99 oder so. 60, 99, irgendwas so in der Größe meistens. Und das ist dann natürlich entsprechend, wenn man das dann gemacht hat, dann kann man es sich auch leisten, hier und da mal, na, wie heißt es? Solche Sachen in seine Rüstung zu schmieden. Aber bis dahin ist es halt eine Sache, die doch einiges an Aufwand braucht. Ich sollte mich mehr um Rico kümmern, fällt mir bei der Sache gerade ein. Das wird dafür nämlich essentiell werden. Und überhaupt sollte ich mich mehr um sie kümmern. So. Wo ist das Camp? Ich will nochmal zum Camp. Dann kann ich da speichern und dann in den Norden gehen. Oh. Die Kameraperspektive ist komisch, oder ist das nur mir? Egal. Mari. Walker. Und Yuna. Das jetzt? Kimari, ne? Ja gut, der hat eher halbierendes... Hat er halbierendes Zeug an? Ich glaube, im Moment hat das nicht an, wegen der Morbolts. Egal, das Viech ist tot, bis es wieder casten kann. Das ist das Schöne an den Pudding, die sind so langsam. Man lässt die einmal in einen Ex-Zauber laufen und dann... Tada! Schon wieder das Team. Nervensack. Kannst schon mal damit anfangen. Wisst ihr, ich sage noch, oh, ich sollte mich mehr um Rico kümmern. Zwei Kämpfe später, Rico nicht ein einziges Mal verwenden. Ich bin so stolz auf mich. Weil Rico ist halt wirklich so der Charakter schlechthin zum Thema Items besorgen. Fast alle, ne, ihr seht's ja, Diebstahl, Rauben, all so ein Unfug, liegt alles bei ihr im auf dem Pfad als erstes. Und dementsprechend, wenn man vorhat, viel mit Umbau zu arbeiten, wenn man große Pläne hat, sag ich mal, sollte man sich um Rico schon ziemlich zügig kümmern. Denn sonst steht man am Ende da und kann erst sehr spät mit dem Itemsammeln anfangen. Und glaubt mir, das macht keinen Spaß. Und es gibt eine Ability bei Rico. Ich kann gleich mal schauen, wie lange das noch dauert. Es dürfte die letzte, die auf ihrem Weg sein im Profis-Verobreit. Welche sind die? Yep. Ich bin da mal nur ganz kurz rübergegangen, damit ihr nichts seht. Was ist das hier? Level 2? Oh Gott. Level 2, Flair, Level 3, Level... Warte mal, 2 Level 2 ist nur für Flair. Das ist günstig. Und hier sind 2 Level 3er. Wait, what? Hä? Warte mal. Wenn ich von hier komme... Jetzt mal so angenommen, ja? Wo kommt man überhaupt hier hin? Jonglieren. Keine Ahnung, wo kommt man hier hin? Okay, egal. Nehmen wir an, man kommt von Rikus Weg. Entweder man zahlt einen Zweier, zwei Zweier. Oder man geht hier rum, zahlt einen Dreier, zwei Dreier. Das macht nicht den geringsten Sinn. Gilraub. Ja. Naja. Okay. Gut, dann lernt sie halt Flair.